Ich hatte allerdings auch schon Probleme damit, dass dieses Buch auseinandergefallen ist. Deswegen musste ich schon sehr viel in Folie einschweißen. Und bei meinem Unmut darüber, dass das passiert ist, sind dann auch ein paar blöde Seiten entstanden. Hallöchen zusammen! Heute habe ich für euch ein neues Video und zwar über das Buch Mach dieses Buch fertig, immer und überall von Carrie Smith. Ich habe mir dieses Buch im September gekauft und am 13.09. sozusagen damit angefangen, die Seiten zu gestalten. Ich habe dieses Buch auch im wahrsten Sinne des Wortes schon richtig fertig gemacht. Es ist schon ordentlich kaputt. Ich musste einzelne Seiten schon kleben, damit sie nicht komplett rausfallen. Das ist aber jetzt nicht die Geschichte für dieses Video, sondern ich möchte mit euch zusammen eine Seite gestalten. Und zwar ist das die Seite Platz für tote Käfer. Und da ich keine toten Käfer hier einkleben möchte, werde ich mit euch zusammen einfach ausgestorbene Käfer zeichnen und hier reinbringen. Ich werde den Triceratops Beetle oder Käfer zeichnen. Das ist so eine Art Rhinoceros-Käfer. Der hat ein besonders markantes Geweih bzw. Kopfform mit Hörnern. Und das fand ich recht interessant. Wie gesagt, das ist ein Käfer, der lange ausgestorben galt. Dadurch, dass ja viele Insekten in dieser Zeiten oder in diesen Zeiten aussterben oder vom Aussterben bedroht sind, zählte dieser Käfer auch mit dazu. Er ist also kein toter Käfer, sondern ein ausgestorbener Käfer, der aber glücklicherweise wieder gefunden wurde und ja, weiterleben darf. Wenn ich mir die Vorlage so anschaue, dann besteht der Käfer ja aus Formen bzw. aus einer sehr markanten Form. Das ist ein Oval, also ein abgeflachter Kreis. Alles nochmal auf Anfang. Wir wollen uns einmal kurz mit der Anatomie dieses Käfers beschäftigen. Ich habe die Käfer mal auf ein Arbeitsblatt gelegt und werde jetzt einmal zeigen, wie diese Grundform des Käfers aussieht. Wir haben die Grundform in Form eines Ovals. Dieses Oval ist in zwei kleine Ovale einzugrenzen und man kann sagen, dass die Strecke dazwischen ungefähr zwei Drittel, ein Drittel beträgt. Dann haben wir hier noch einen kleinen Kreis für den Kopf und jeweils die Beinchen, die relativ stilistisch gesehen wie so kleine Spinnenbeine aussehen. Dann haben wir hier noch diesen Kopf mit einem, ja, das ist, glaube ich, das andere Beinchen. Hier den Kopf haben wir mit einem Hufeisen versehen. Das sieht man auf dem anderen Bild ein bisschen besser. Und wir haben hier auch nochmal dieses Hörnchen. Wenn wir uns das Ganze aus der anderen Perspektive angucken, haben wir immer noch diese Form, die hier wieder unterteilt ist. Jetzt ist die Strecke durch die andere Perspektive ein wenig anders. Wir haben nicht mehr ganz zwei Drittel, ein Drittel, sondern ungefähr einhalb. Dafür haben wir aber hier viel prominenter das Geweih vom Käfer, der Kopf auch wesentlich größer, hier wieder zwei Hörnchen zu sehen. Und wir haben die Beine, die immer noch wie diese Spinnenbeine angebracht sind, nur dass sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten sind. Wir können uns also bei der Form darauf einigen, dass wir quasi
mit einem Oval anfangen, welches wir bei 1 Drittel, 2 Drittel taillieren. Dann zeichnen wir den Panzer ein, hier unten am Bauch können wir sehen, dass der Panzer aufhört. Das bedeutet also, bei unserer Form zeichnen wir den Bauch auch so ein, dass der frei liegt. Dann haben wir hier diesen Kopf. Das ist ein längliches Oval. Wir haben das Hirschgeweih bzw. dieses Hufeisen. Und hier vorne nochmal dieses Gesichtlein. Hier ist noch das Auge. Das ist auf dieser Zeichnung wesentlich prominenter. Und wir haben die Beinchen. Die sind relativ gezackt, haben hinten am Ende noch ja, wie so eine Art Widerhaken oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Klaue. Und überall an diesen Beinen ist so klassisch diese Zipfel und Zacken. Im Hintergrund gerade wieder meine Katze, die meint uns alle bespaßen zu müssen. Was hierbei auffällt, ist, dass der Panzer mit nicht ganz durchgehenden Strichen, Linien unterteilt ist. Und das kann man natürlich auch nochmal auf den Käfer mit einbringen. Und ich möchte den Käfer nicht so in der waagerechten zeichnen, so wie er auf den beiden Fotos ist. Hier ist er schon eher ein bisschen in der Perspektive rein. Ich möchte ihn gerne wie auf eine Art Ast setzen. Das bedeutet also, mein Oval müsste quasi so aussehen. Jetzt ist dieses Oval ja durch den Unterkörper und den Oberkörper etwas geteilt. Das heißt, das sieht ungefähr aus wie ein Drittel, zwei Drittel. Und das versuche ich jetzt hier auch schon mal anzudeuten. Das heißt, ich mache hier schon mal so eine leichte Form rein. Und mit dieser Taillierung lege ich dann sozusagen fest, wo der Käfer seine Einteilung hat. Das erstmal alles nur ganz grob mit einem radierbaren bunten Stift. Dann hat er hier seinen Kopf, hat hier vorne wie so eine Klaue mit Stacheln oder Hörnern drauf und hier vorne dieses sehr markante Horn, wovon er zwei hat. Jetzt muss man sich überlegen, nimmt man das hier zum Beispiel als Mittelachse, damit man ein ganz kleines bisschen eine Draufsicht hat, dann würde man sich vorstellen können, dass die beiden Hörner so nebeneinander zu sehen sind. Hier ist dieser markante Kopf, der so ein bisschen aussieht wie ein Hufeisen. Das ist auch auf dieser Zeichnung bzw. auf dieser Ansicht ganz gut zu sehen. Das sieht so ein bisschen aus wie Katzenohren aus der Perspektive. Aus der Perspektive sind es aber eindeutig richtige Hörnchen. So, jetzt habe ich das. Dann, wie gesagt, hier vorne diese beiden Maulteile, wo dann auch nochmal Zacken drauf zu sehen sind. Dann haben wir hier noch die Beinchen. Das hintere Bein fängt ungefähr hier an, geht dann einmal nach oben, um dann nach hinten wegzugehen. Hat da so einen kleinen Stachel und hier hinten auch nochmal einen kleinen Stachel. So, und dann hat er hier relativ zackig sein Beinchen. Wisst ihr eigentlich, dass ich Käfer total ekelig finde? Ich weiß nicht, es sind spookige Gesellen. Das zweite Beinchen oder das mittlere Beinchen ist an dieser, ich nenne es mal, Teilung vom Rumpf zum Thorax. Setzt also quasi hier an,
geht dann auch nach hinten weg, hat auch wieder so einen kleinen Stachel. Im Hintergrund gerade meine Katze, die meinen Stuhl bearbeitet. Bitte nicht dran stören, das ist normal. Irgendeine Katze macht immer Mist. So. Und das Vorderbeinchen geht nach vorne weg. Das fängt hier an, geht dann auch nach oben und nach vorne weg. Hat hier vorne so zwei Scheren. Sieht man jetzt in der Buchmitte nicht ganz so gut. Ich gehe davon aus, dass das hier die zweite Seite ist. Deswegen male ich die nur halb ein. Vorne die beiden Scheren male ich. Und dann verschwindet der Rest hinter seinem Körper. Jetzt können wir uns noch hier mit dem Panzer beschäftigen, der relativ weit runter geht bis zum Rand. Hat aber hinten keinen, ich nenne es mal Schwanz, hat er nicht. Und hat hier noch seine Maserung, die recht hübsch aussieht irgendwie. Hier sieht sie recht strukturiert aus und auf der Vorlage ist sie eher glatt und glänzend. Auf der anderen Seite hat er dann auch seinen Panzer. Das geht so ein bisschen in den Hintergrund über. Der Kopf oder dieser Thorax hat auch eine Mittelteilung. Ich glaube nicht, dass das eine Mittelteilung ist, sondern ich glaube eher, dass das hier wie so eine Art Kante ist. Die geht dann einmal auch in derselben Höhe des Rumpfes. Und auf der anderen Seite auch. Das ist aber dann keine Teilung. Das bedeutet also, diese Mittellinie müsste ich wegnehmen. Ja, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Werde ich das Ganze noch mit Graphit nachgehen und dazu packe ich euch einfach in den Zeitraffer. Fertig ist meine kleine Vorskizze. Jetzt werde ich das Ganze noch kolorieren. Dazu benutze ich die Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Pencils. Die habe ich letztes Jahr, nein, ist ja schon 2 Jahre her fast, oder eigentlich schon 1,5 Jahre, so sagen wir es mal. auf jeden Fall 2020 von meinem Schatzi zum Weihnachten bekommen. Und noch nicht ganz so häufig benutzt. Ich habe 2 oder 3 Bilder damit gemalt. Und ich dachte, für das Buch ist das geeignete Medium. Und ich möchte mich auf 2, maximal 3 Farben reduzieren. Ich habe mir überlegt, ich nehme einmal ein, was ist das, Ocker gebrannt. Ich würde einen Grauton nehmen, wenn ich ihn gleich finde.
Und ich nehme auf jeden Fall dieses Grün, weil ich habe eine Vorlage gesehen, da hat der Käfer in den Ritzen oder in seinen Käferpanzer-Zwischenräumen so einen richtig coolen grünen Schatten. Und den wollte ich mit einbringen. Ich sehe gerade, so ein schönes Grau habe ich nicht. Ich habe nur so ein helles Grau. Aber das wird es dann wohl werden. Das wäre jetzt meine fertig gestaltete Seite. Meine Seitenzahl fehlt noch, die muss ich noch ergänzen. Und ansonsten wäre diese Seite geschafft. Was sagt ihr dazu? Das Aquarellieren der Aquarellstifte oder Aquarellbuntstiften hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist allerdings schwierig, das Grau so weit abzudunkeln. Ich musste mehrere Schichten auftragen und das Papier ist etwas wellig geworden. Aber nichtsdestotrotz kann man einen ganz guten 3D-Effekt erkennen. Und ich habe noch außerhalb der Kamera eine kleine Beschreibung hinzugefügt, was der gute Käfer so alles kann, beziehungsweise wo er herkommt, wer seine Familie ist. Ich könnte jetzt noch Größe und Gewicht und Auffälligkeiten ergänzen, aber für meine Zwecke ist es ja kein Lexikon, was ich hier schaffe, sondern ein Kunstwerk. Und dementsprechend bin ich ganz zufrieden geworden. Was sage ich da? Ich bin zufrieden und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von Mach dieses Buch fertig sehen wollt, dann liked diesen Beitrag. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der Videos.
Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.